Ja, den größten gemeinsamen Teiler finden. Das ist so eine schöne Übung. Naja, gut. Man schreibt es nebenbei so. Etwas von, also der größte gemeinsame Teiler von, schreibt man in runden Klammern und dann von hier 24 und 36 ist wie viel? Na, wir werden es gleich rausfinden. Gibt mehrere Methoden. Ich finde die jetzt gar nicht so schön. Ich zeige euch dann eine, die geht ganz kurz. Entweder ich schreibe mir alle Teile auf, ne? Und suche mir dann den größten raus und sage, dann ist der größte eben 12. Oder ich zerlege in Primfaktoren. Also 24 ergibt sich aus 2, mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 3 ist 24 und die 36 aus 2, mal 2 ist 4, mal 3 oder gleich mal 3 ist 9. Und jetzt sagt man, wenn man es schön sauber untereinander geschrieben hat, sagt man, okay, aus diesen Spalten heraus suche ich mir die gemeinsamen Primfaktoren. Zahlen, die passen, nämlich hier ist nichts, ne? Hier darf ich nicht nochmal 2 schreiben, das stimmt ja auch nicht. Also fällt die weg und hier habe ich zwar 3 mal 3, aber die ist nicht gemeinsam hier oben drin, also schreibe ich die mit raus. 2 mal 2 ist 4 mal 3 ist auch 12, geht. Euklid hat eine schöne Methode, die lohnt sich bei großen, bei richtig großen Zahlen. Ich zeige es mal in kurz. Euklid hat gesagt, ob ich sage, der größte gemeinsame Teiler aus 24 und 36 oder nebenbei gesagt, umgekehrt 36 und 24, es bleibt der größte gemeinsame Teiler. Also hat Euklid einfach mal das eine durch das andere geteilt und zwar den größeren durch den kleineren. 36 durch 24 ist 1, hat er gesagt. Einmal 24 ist 24, abgezogen, bleibt 12 übrig. Wenn ich jetzt die 12 übrig habe, mache ich daraus den neuen Teiler und die 24, meinen ursprünglichen Teiler, setze ich nach vorne. Teile also 24 durch 12, bleibt 2, es bleibt kein Rest. Und dann kann ich sagen, okay, der letzte, wo es geklappt hat, wo nichts mehr rausgekommen ist, das ist dann der größte gemeinsame Teiler. Zeige ich dann noch eine Variante mit größeren Zahlen, sieht man dann schön. Ich habe das jetzt aus der Praxis immer so gemacht, das geht schneller und leichter, denn man braucht es meistens zum Kürzen und auf diese Art habe ich schon gekürzt, wobei ich das dann gar nicht hinschreibe. Aber ich kann es auch nehmen als Methode, um den größten gemeinsamen Teiler zu finden. Was habe ich gemacht? Ich habe 24 durch 36 geschrieben, aber mit Bruchstrich. Vielleicht kriege ich auch den Link unter, dass das das gleiche ist, als wenn ich es 24 durch 36 mit Doppelpunkt teile. Es ist also eine Art Bruchrechnen, einfach nur eine andere Schreibweise. Machen wir es nicht so spannend. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich teile 24 und die 36 gehen beide durch 6. Durch 6 habe ich hingeschrieben, durch 6 habe ich hingeschrieben und das Ergebnis ist 4. Das schreibe ich dann neu hin, streiche die alte Aufgabe durch. Denn jetzt gilt 4 und 6. Die 4 und die 6 gehen beide nochmal durch 2. Das habe ich wieder so hingeschrieben. Dann bleibt hier eine 2 und hier eine 3 übrig. Und jetzt sage ich, durch was habe ich geteilt? Ich habe also nicht einfach bloß so gekürzt, sondern ich habe extra dazu geschrieben, durch was ich gekürzt habe. Und bin jetzt in der schönen Lage zu sagen, durch 2 und durch 6. Also hätte ich auch durch 2 mal 6, nämlich durch 12 teilen können. Gut, damit habe ich einen größten gemeinsamen Teiler. Gucken wir uns nochmal schnell Euklid an. Bei größeren Zahlen, wenn ich den GGT von 28 und 512 haben möchte, dann mache ich das mit der klassischen Rattenschwanzrechnung. Und was übrig bleibt, tausche ich dann wieder. Ne? So wie vorhin gezeigt, spult gegebenenfalls nochmal zurück. Das wird mein neuer Teiler und der alte Teiler wird der neue Dividend. Teile wieder, es bleibt übrig 4 als Rest, nehme das wieder als neuen Teiler und so weiter. Und wenn ich nichts mehr raus habe, dann war das der größte gemeinsame Teiler, nämlich 4. Jetzt ein Vorschlag zur Übung. Ihr probiert mal, wenn ihr Lust habt, die Euklidsche Methode, probiert sie einfach mal aus, ob das auch mit 36 und 27 geht. Und zwar genau so. Ich drücke Pause, löst die Aufgabe und ihr macht es auch zu Hause. Probiert es einfach mal aus. Es ist verblüffend, wie schön es geht. Na, habt das auch so? Na, einfach nochmal getauscht, Pfeile ran. Ihr könnt ihr auch, müsst ihr nicht bunt machen und dann kriegen wir den auch so raus. Jetzt die ganze Sache mal so auf meine Art, weil sie in meinen Augen schneller geht. Ich sage also, okay, die 28 und die 512, die gehen beide durch 2. Ich schreibe durch 2 hin und sage, okay, schön. Dann habe ich durch 2 geteilt, dann ergibt das 14 und das sind 256. Also, man sollte ein bisschen schon das Mal einmal eins können. So, jetzt habe ich das eine und sage, oh, die sind beides gerade Zahlen, die gehen ja nochmal durch 2 und hier nochmal durch 2.
Hier ergibt sich 7 und hier ergibt sich 128. Ah, die 7 als Primzahl, die 128, jetzt ist vorbei. Und dann sage ich, okay, ich markiere das mal. Dann habe ich einmal durch 2 und nochmal durch 2 geteilt. Mit anderen Worten, ich kann einfach sagen, das ist. Ich hätte eigentlich auch durch 2 mal 2 teilen können. Also ist der größte gemeinsame Teiler 4. Das ist er hier. GGT. Und das gleiche hier. Ich taste mich mal ran. Nehmen wir mal an, ich kann keine 1x1 und sehe, aber die gehen beide durch 3. Naja, durch 3, durch 3. Dann ergibt sich hier 12 und hier ergibt sich 9. Ach, die gehen ja beide nochmal durch 3. Durch 3, durch 3. Dann ergibt sich hier eine 3 und hier eine 4. Jetzt überprüfe ich, die 4 und die 3 gehen bloß noch durch 1, alles klar. Dann sage ich, okay, ich habe durch 3 und nochmal durch 3 geteilt und zur Probe auch durch 3 und 3, ne? Aber das genügt, indem ich sage, okay, ich hätte eigentlich durch 3 mal 3 teilen können und das ist 9. Das ist in diesem Fall der andere GGT. Gut, ich hoffe, es hat euch geholfen, hat euch gefallen. Na denn, ich wünsche euch was Schönes. Verweise hier vielleicht noch zum Schluss auf Links, auch schriftliche Divisionen und so weiter und so fort. Also, dann alles Gute. Tschüss.